Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dennis von der KeyboardAkademie.de. In diesem Video zeige ich euch das neue Style-Paket Entertainer Dance und Pop. Was habe ich gemacht? Ich habe 5 Styles programmiert, wie zum Beispiel Bingo Dance, City Pop, Love Pop, Nice Ballet und Sundown Disco. Und was man damit alles spielen kann und Spielideen, möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Viel Spaß! Ja, der erste Style heißt Bingo Dance und ja, das ist so ein Style, so eine eierlegende Wollmilchsau, muss man ja fast schon dazu sagen. Ich bin da so ein Kind in den 70ern geboren und liebe so die 80er, 90er Jahre und ich war letztens auch in einer großen 90er Jahre auf ein großes Festival und mit über 20.000 Leuten, da kamen so die ganzen Gassenhauer von früher und dachte ich, hey, das kann man zum Beispiel mit diesem Style spielen, natürlich auch moderne Stücke. Aber hier mal als Beispiel, das hier. Oder mal gucken, was mir so einfällt, so Can't Take My Eyes Off You. Kann man das mit dem Style spielen? Versuchen wir mal. Bingo Style. Der zweite ist der City Pop Style. Warum City Pop? Weil das so ein typischer, ich hätte ihn auch Radio Pop nennen können, weil es ist so ein Style mit so einem 8-Beat Bass. Da kann man wirklich viele Titel, die so in Radios laufen, spielen. Das ist jetzt kein Wumms, ja, kein Bum 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 Stau, sondern mehr so ein Pop Style, wo ich eine gemutete akustische Gitarre genommen habe, ja, aber auch eine Bratgitarre. Natürlich sind immer alle Multipads und OTS fertig programmiert. Das heißt, ihr könnt den Style einfach oder das Style-Pack bei uns auf der keyboardakademie.de Seite einfach herunterladen und braucht dafür keinen Yem, einfach wieder hier reinschieben und schon läuft es. Einfach auf Style drücken und es ist alles da. Hier mal der City Pop Style. Also auch hier tausendmal Du kann man damit spielen, You are the one and only und so weiter und so fort. Wir haben natürlich auch da, hat meine Nichte, war so freundlich und hat eine Liste, die ich vorgeschrieben habe, schön abgetippt und netterweise vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, das sind mittlerweile über 1200 Stücke, die halt immer wieder neu gefüttert werden. Eine Liste mit 1200 Stücke. Und oft hat man das ja so, man sitzt vor dem Style und hat eine Idee oder hat auch gar keine Idee, so wie ich ganz oft, und denkt, oh Mensch, was kann man jetzt damit spielen? Und dafür haben wir halt die Liste gemacht, die braucht man dann halt nur durchgehen, ne? Einmal durchgucken. Und dann sind da bestimmt Titel dabei, wo man sagt, ah, das könnte ich auch mal damit versuchen. Und was ich dabei ganz gut finde, einfach mal Titel, die vielleicht gar nicht in dem Genre
gedanklich reinpassen und einfach mal versuchen, damit zu spielen. So, kommen wir zum nächsten Style. So, dieser Style heißt Love Pop und ja, es ist einer meiner absoluten Favorite Styles, weil der so schön groovt und man so schön viele Sachen damit spielen kann. Aber nicht lang schnacken, ich lasse einfach mal das Intro 3 laufen und hört selber. Neues Intro Nummer 2. Super, ne? Ein schöner Style. Kommen wir zum nächsten. Dieser ist eine, wie soll ich sagen, eine schöne Ballade. Finde ich, könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Haben wir jetzt endlich. Ich liebe ja Balladen und das ist eine, ja, eine Nice Ballad, so habe ich sie zumindest benannt. Und ist eine schöne Popballade. Und ja, hört mal rein. Hier das Intro. Da geht ihr mal die ganze Ballad-Liste durch, die wir da auch haben. Da fallen euch noch viele, viele andere schöne Stücke ein. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein und ganz doll dich. Ich mag alles und ganz doll mich. Oder wie heißt es von Rolf Zukowski? Ja, man kann auch hier einfach mal den Style ein bisschen schneller machen. Ich zeige das mal hier nochmal Variation B. Geht auch.
Auch hier ist ja immer mein Tipp, mal ausprobieren. Aber wie gesagt, OTS ist alles fein, alles da und Multipads auch. Kommen wir zum nächsten Style. Dieser Style ist ein, nennt sich bei mir Sundown Disco, also ich hoffe, das ist richtig Sonnenuntergang Disco, ja. Stellt euch vor, irgendwo am Meer oder egal im Garten, ja, oder auf dem Balkon oder irgendwo und die Sonne geht runter und ihr hört dann diesen Beat, dann möchte man sofort einfach in den Sonnenuntergang tanzen und das war so das erste Brainstorming, was ich bei diesem Style halt hatte und deswegen habe ich ihn auch so genannt und hier einfach mal der Rhythmus, wie er klingt. Ja, und da kann man natürlich 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er, das ist eigentlich 2000er, auf jeden Fall Neuzeitmusik mitspielen. Und einer meiner Lieblingsstücke ist natürlich Unser Tag und das Lied mit diesem Style nutze ich auch ganz gerne immer, wenn ich wenn einer mal Silberhochzeit hat oder Hochzeit und ich soll da Musik machen, dann spiele ich auch ganz gerne dieses Lied und zwar Unser Tag. Da auch ein, was man damit spielen kann, so eine Dance-Version und zwar von ABBA. Ja, nehmen wir mal, was ich, irgendwas, können wir auf -7 mal machen. Sundown Disco, ja, auch hier Titelbeispiele natürlich bei uns auf der Seite oder in der PDF. Wichtig mir noch zu sagen, ja, ich sage es tausendmal, aber es ist wirklich wichtig, weil es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Ihr braucht dafür kein Yamaha Expansion Manager. Diese ganzen Sounds, die ich hier benutzt habe, die ganzen Drums und alles, es kommt komplett aus dem Genos. Ja, also jeder, der einen Genos hat und den ausgepackt hat und einen Strom angeschlossen hat, der kann diese Softwarepakete natürlich alle spielen. Ne? Auch bei dem Gitarrenpack, was ich gemacht habe, haben da auch ganz viele nachgefragt, Mensch, ich habe doch ich kenne mich mit den Yam gar nicht aus. Nee, braucht ihr gar nicht. Die meiste Software, die Software, die ich mache, die ist immer ohne Yam. Weil das ist mir persönlich alles ein bisschen zu kompliziert. Und das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, die Kiste hat so viele tolle Sachen. Und für mich persönlich reicht das, was alles hier drin ist. So, jetzt lange genug geschnackt. Also www.keyboard-akademie.de. Einfach das Pack herunterladen. Auf einen Stick kopieren. Das müsst ihr allerdings auch alleine machen. Styles rein. Hier auf Styles drücken.
und dann sind die Slides schon alle fertig mit OTS und alles dabei. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, immer noch wieder der Aufruf, wenn ihr mal damit spielt, macht doch mal ein Video mit dem Handy, ja, oder schickt mir doch mal auch Titelideen, wo ihr sagt, Mensch, das kann man auch toll mitspielen. Ansonsten wünsche ich euch musikalische Grüße und eine schöne Zeit. Bis bald, euer Dennis von der www.keyboardmusicakademie.de.